Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren. Der Gesetzentwurf der Grünen ist klar verfassungswidrig. Er greift die Grundsätze unserer Demokratie an. Denn er zielt auf die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen ab, da ein Geschlecht bevorzugt werden soll und mehr als die Hälfte, in dem Fall mindestens 50% der Sitze in diesem Hohen Haus, erhalten soll. Eine Zwangsquote, wie von den Grünen beantragt, schränkt die Wahlfreiheit der Wählerinnen und Wähler ein. Sie beeinträchtigt zugleich die Chancengleichheit von Männern gegenüber Frauen. Und schlussendlich soll die sich in Bayern bewährte Persönlichkeitswahl komplett ausgehebelt werden, da nicht mehr Überzeugung, berufliche Qualifikation, Erfahrung, Ideenreichtum, Charakter, Idealismus und nicht zuletzt Vaterlandsliebe ausschlaggebend sein sollen, sondern nur das Geschlecht. Aber dass das bestehende System in Deutschland und beziehungsweise auch in Bayern funktioniert, zeigt sich auch daran, dass bereits im Jahr 2008 und im Jahr 2013 der Anteil der Frauen, die in den Landtag gewählt wurden, tatsächlich höher war als der Anteil der Frauen, die sich für den Landtag bewarben. Für das Jahr 2008 gilt: 27,1% der Kandidaten waren weiblich, allerdings wurden dann 31,0% im Landtag tatsächlich gewählt. 2013 ähnlich: 27% Bewerberinnen, 29,4% Frauenanteil im Landtag. Allerdings, Sie haben sich ganz klar enttarnt. Es geht Ihnen gar nicht darum, die Frauen hier im Bayerischen Landtag zu repräsentieren. Das hat die Vorsitzende der Grünen beim letzten Plenum, als es in der ersten Lesung ebenfalls um diesen Gesetzentwurf ging, auch gesagt. Es geht ihr nicht um Repräsentanz, sondern es geht ihr um Macht. Es geht um die Macht der grünen Weiberwirtschaft, die Sie auch hier im Bayerischen Landtag fortsetzen möchten. Den Grünen geht es aber nicht nur um die Macht, sondern ihnen geht es auch um Sexismus. Denn es ist sexistisch, wenn suggeriert wird, dass Frauen eben nur von Frauen repräsentiert werden können. Die Grünen sind das beste Beispiel dafür. Es gibt bei den Grünen nur Männer, die Frauenrechte vertreten. Insofern haben sie doch ihre Forderung selbst widerlegt. Eine Frauenquote stigmatisiert zugleich Frauen, indem sie auch den Eindruck erweckt, dass ohne die Quotenregelung Frauen überhaupt nicht in politische Ämter kommen könnten. Bei den Grünen ist das selbstverständlich der Fall, in allen anderen Parteien eben gerade nicht. Zur Landtagswahl 2018 hatten die Grünen 26,4% Kandidatinnen, aber sie wollen heute, dass alle anderen Parteien mindestens 50% Frauen aufstellen. Ich frage mich, warum vollziehen Sie nicht selbst Ihre eigenen Forderungen während der Listenaufstellung? Schlicht und ergreifend, weil ein Demokratieprinzip eine Bestenauslese vorsieht und eben nicht eine Auslese nach dem Geschlecht. Die Wahlergebnisse, die die Grünen dann regelmäßig erzielen, zeichnen dasselbe Bild. Nur 25 bis 30% sind tatsächlich weiblich im Bayerischen Landtag. Wenn Ihre WählerInnen, so würden Sie es bezeichnen, das tatsächlich wollten, dass 50% weiblich hier aus der Fraktion der Grünen sind, dann sollten Sie erst mal Ihre Wähler bevormunden und dann erst hier die Bürgerinnen und Bürger in Bayern. Es bleibt festzuhalten, dass es den Grünen mit diesem Gesetzentwurf genau um drei Dinge geht. Es geht um Macht, es geht um Sexismus und es geht um Klientelpolitik. Das sind die niedrigsten Beweggründe in der Politik. Als AfD-Fraktion lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. Vielen Dank.